Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch einen neuen unter die Map Glitch, wo ihr auch unendlich Munition habt, Leute. Hierbei kann ich euch empfehlen, holt euch das Perk Stamina ab, damit ihr Fallschaden vermeidet, weil ihr gleich in die Luft fliegen werdet. Und ihr müsst eure Nahkampfklasse so weit verbessern, dass ihr das Messer habt, wenn ihr mit der Waffe zuschlägt. Also nicht, dass ihr mit dem Waffengriff schlägt, sondern messert. Wenn ihr dann alles habt, dann geht zurück zum Spawn auf dem Dach und lasst diese Tür zu. Also die Zipline unten lasst ihr zu, wenn ihr Strom und so einschalten wollt, dann nimmt die obere Zipline. Dann braucht ihr mindestens einen Zombie, Leute, und bringt den hier hin, wo ich stehe. Wenn der Zombie dann da ist, dann könnt ihr den hier stunnen, so wie ich, sodass er genau dazwischen ist. Dann schaut ihr so auf den Kopf des Zombies, lauft auf ihn zu und messert und ihr fliegt in die Luft. So, jetzt müsst ihr auf die Zipline fliegen und zwar hier auf diese Tür. Wenn ihr hier oben seid, dann könnt ihr nochmal hier ein bisschen chillen, euer Leben aufladen. Und jetzt müsst ihr den Weg gehen, den ich gehe. Also geht hier drauf, lauft bis zum Ende, lauft nicht zu schnell, sonst fallt ihr runter. Hier müsst ihr also einmal um die Ecke schauen und drüber laufen. Wenn ihr euch hier einmal duckt, dann seht ihr auch schon, der rechte Bereich ist leer. Also wenn ihr zu weit nach rechts lauft hier, fliegt ihr runter und seid tot. Wenn ihr dann irgendwo springt, werden sich die Zombies über euch versammeln. Und ihr könnt einfach auch hier rein theoretisch chillen, aber hier wird euch die Muni leer gehen. So, wenn ihr unendlich Muni wollt, dann geht jetzt dorthin, wo ich hingehe. Hier müsst ihr vorsichtig sein, geht so um die Ecke wie ich. Hier springt ihr einmal drauf, Leute, und dann lauft ihr wieder so um die Ecke. Und über euch habt ihr jetzt Munition. Und wenn ihr hier auch einmal springt, werden sich die Zombies auch hier versammeln. Um die Munition jetzt nachzukaufen, müsst ihr hier einfach springen. Und in der Luft könnt ihr dann einfach auf Viereck drücken und Munition kaufen. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Dann sehen wir uns im nächsten Video oder beim nächsten Stream. Ciao!